Es war einmal vor langer Zeit, als die Wälder noch dunkel und voller Geheimnisse waren. Tief darin wohnten Wesen, von denen die Menschen wussten, auch wenn sie ihnen noch nie begegnet waren. Da lebten zwei Kinder, Hänsel und Gretel, bei ihrer Stiefmutter und ihrem Vater, der ein armer Holzfäller war. Aber es ist gutes Holz. Es ist nicht teuer. Zahl lieber deine Miete. Können Sie es uns nicht auf die Schulden anrechnen? Ich gebe es Ihnen für einen halben Preis. Es ist nicht teuer. Und Sie wissen, dass es nicht teuer ist. Zehn Groschen. 10 Groschen für einen ganzen Klafter Holz. 5. Wir gehen dann. Kommt, Kinder. Der Waldbauer hat eben keine Ahnung von gutem Holz. Genau. Wir werden noch viel mehr Holz sammeln. Und dann... Na komm, mein Gretchen, alle. Hopp. Und dann werden wir uns das Holz gegenseitig verkaufen. Du kaufst mir Holz ab, ich kauf dir Holz ab und dann haben wir ganz viel Geld. Na, warte, du lause Junge. Arm sein ist schlimm, aber wir sind trotzdem anständig, sonst zieh ich dir die Ohren lang. Na gut, aber jetzt musst du mich fahren. Nur so? Na warte, ich krieg dich schon. Ja, ja, wir beide. Mir wäre lieber, wenn euer Papa ein Holzbauer wäre. Einer, der auch was verdient, damit seine Familie was zu essen hat. Das ist das letzte Sauerkraut. Also ich habe überhaupt keinen Hunger. Ich finde das gar nicht lustig. Es so meine Jacken.
Also ich nehme einen Kuchen mit ganz vielen Rosinen. So wie ihn Mama immer früher gemacht hat. Und ganz viel Schlagsahne. Mh, lecker. Nee. Gründliche Hähnchenkeule ist viel besser. Schön knusprig draußen. Und innen drin schön. So. Und Pfannkuchen. Ich würde auch lieber Kuchen backen, das könnt ihr mir glauben. Für jeden Heller zweimal, um dass ihr überhaupt was zu essen habt. Ich halte das Haus in Ordnung, versuche euch satt zu kriegen. Und ihr... Hier, guck mal. Kannst du mir das nähen? Pippi ist kaputt. Bist du zu dumm, das selber zu machen? Jedes Tierlein hat sein Essen, jedes Blümlein trinkt von dir. Hast auch unser nicht vergessen. Lieber Gott, hab Dank dafür. Amen. 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 Hänsel! So, ihr zwei. Ab unter die Decke. So. Ist der Hals sauber? Und die Ohren? Keine Schweinehörchen? Das kitzelt. Ich will doch saubere Kinder haben. Und keine Ferkelchen. Ja, das müsste halten. Danke. Schön, wenn man etwas so lieb hat. Ihr wisst ja, wie sie ist. Sie macht sich nur Sorgen. So. Jetzt schlaft gut. Und träumt was Schönes. Früher, also als ich klein war, da hatte Puppi noch zwei Augen. Jetzt hat sie nur noch eins. Sie kann mich nicht mehr so gut sehen. Ach, Maulwürfe sind doch auch nicht so gut. Sie riechen dafür besser. Aber ihre Nase ist doch auch abgeschrubbelt. Ach, du weißt doch, dass ich Angst im Dunkeln habe. Aber es ist unsere letzte Kerze. Na gut. Siehst du, Puppi, du brauchst gar keine Angst zu haben. Der Mond scheint ganz hell. Du auch nicht, denn ein großer Bruder steht an deiner Seite. Du, Hänsel? Ja? Nicht vor mir einschlafen. Ja. Kannst du das Lied singen, was Mutter uns immer früher vorgesungen hat? Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht. La la la, la 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 la, la 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 la. Ich weiß nicht, wie wir das noch schaffen sollen. Aber bald brauchen wir die Miete. Ich hab's hin und her gerechnet. Es geht einfach nicht mehr. Morgen versuche ich, das Holz in Losheim zu verkaufen. Und wenn's da nicht klappt, dann gehe ich bis in die Stadt. Komm. Lass! Auch die Kinder, auch die armen Kinder.
Sie müssen weg. Entweder die Kinder gehen weg oder wir werden alle vor Hunger sterben. Das kannst du unmöglich ernst nehmen. Wir bringen die Kinder in den Wald. Erschreck mich doch nicht so. Schön, dass ihr eurem Vater beim Holztragen helfen wollt. Kommt jetzt. So ungeschickt sein. Komm jetzt. Ich gehe nicht ohne meine Puppe. Nein, ich bleib hier. Komm. Die hast du wohl sehr lieb, was? Au. Hier, komm. Schmecken die noch? Hänsel! Was guckst du da immer und bleibst zurück? Ich guck nach meinem weißen Kätzchen. Das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen. Na, das ist dein Kätzchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Hab Acht und vergiss deine Beine nicht. Schau, die roten mit den weißen Punkten. Die darf man auf keinen Fall essen. Aber die sehen so schön aus. Die sind giftig. Alles in Ordnung mit dir? So, ihr wartet hier auf uns. Komm. Nicht gehen.
Du dummes Ding, was soll denn das? Wir sind doch heute Abend wieder zurück. Hier. Teilt euch das Essen gut ein. Gehen Sie jetzt? Habe ich dir schon die Geschichte vom dunklen Wald erzählt und was da für Gefahren lauern? Nein, und die will ich auch gar nicht hören. Oder die Geschichte vom Waldgeist, den grauenhaften Uhu. La 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 la. Und schon bald fielen Hänsel und Gretel die Augen vor Müdigkeit zu und sie schliefen fest ein. Als sie endlich erwachten, war es schon finstere Nacht. Schon Nacht. Sie haben uns wirklich allein gelassen. Im Dunkeln. Wart noch ein wenig. Meinst du, sie kommen noch? Nein, aber der Mond. Zeigen. Und da noch einer. Oh ja, und da vorne läuft jetzt auch. Die schönsten Kieselsteine der Welt. Ja, und da, und da. Nach Hause, nach Hause. Hänsel, das hast du gut gemacht. Wahnsinnig. Ist jetzt. Papa! Gretel! Papa! Meine liebe kleine Gretel! Papa! Mein Junge, mein großer, großer Junge. Was haben Warum habt ihr auch so lange im Wald geschlafen? Ich dachte schon, ihr kommt gar nicht wieder. Komm, Kinder. Wir gehen Holz holen. Hey, was soll das? Die ganze Aussteuer! Bitte! Das könnt ihr doch nicht machen. Wir werden die Miete bezahlen. Das sind doch unsere Mittel. Das ist doch... Was soll das? Das ist deine Schuld. Aber was soll ich denn machen? Ja, nicht, also ist nicht hier.
Gehen wir nochmal in den Wald. Und diesmal werden wir sie so tief hineinführen, dass sie ganz bestimmt nicht wieder rauskommen. Ich würde lieber mein letzten Bissen mit den Kindern teilen. Wer A sagt, muss auch B sagen. Wenn du das erste Mal zugestimmt hast, musst du jetzt auch zustimmen. Jetzt, wo es nur noch schlimmer geworden ist. Du hast doch gesehen, sie kommt schon allein zurecht. Wie du meinst. Hast du es gehört? Sie will es morgen wieder versuchen. Vogelscheuche. So. Vogelscheuche. Wie schön die weißen Steine im Mondlicht strahlen. Man müsste schon blind sein, um sie in der Dunkelheit zu übersehen. Noch ins Bett. Und glaube ich ja nicht, dass du mich noch mal in das Licht führen kannst. Hänsel, was stehst du da immer und guckst dich um? Ich guck nach meinem weißen Täubchen, das sitzt auf dem Dach und will mir Ade sagen. Na, das ist ein Täubchen nicht. Das ist die Morgensonne, die auf den Schornstein scheint. Komm, Hänsel. Wollt ihr ewig da stehen bleiben? Wie lange soll ich noch auf euch warten? So, wir sind da. Diesmal bleibt ihr hier, egal was passiert. Ihr rührt euch nicht vom Fleck, habt ihr das verstanden? Ihr hört uns da hinten Holz schlagen. Komm, es wird Zeit. Kehrst du in der Mühle? Nein, nicht weggehen! Ihr könnt uns doch nicht alleine lassen! Stiefmutter aufgepasst hat, konnte dein schlauer Bruder eine Spur legen, und zwar aus Brotkrumen.
aufzufressen. Komm, wir müssen uns beeilen, damit wir aus diesem Wald noch rauskommen. Gretel? Hörst du mich? Bobby hat Angst im Dunkeln. Komm. Kielis muine du in munain mala. Fue tu muy amorita muine mas. Hier sind wir aber nicht lang gekommen. Aber wo eine Brücke ist, da ist auch ein Weg. Und ein Weg muss doch irgendwo hinführen. Wo? Da ist nichts. Ich habe aber was gehört. Wenn du nicht hinschaust, dann sieht es dich vielleicht auch nicht.
Also, du lässt mich doch nicht alleine. Oben sieht man auch nichts als Wald. Guck mal da. Ich könnte schwören, dass dieser Weg gestern noch nicht da war. Gestern war es ja schon dunkel, da haben wir ihn bloß nicht gesehen. Lecker. Probier mal. Kind. Komm, wir gehen lieber. Irgendwas stimmt hier nicht.
So viele süße Sachen. Alles kann man essen. Ah. Na, wenn das keine Überraschung ist. Besuch? Wir wollten auch gar nicht stören. Das Haus war nur so verlockend. Und auch noch von Kindern. Nein, ihr stört überhaupt nicht, im Gegenteil. Die meisten machen einen großen Bogen um diesen Teil des Waldes. Aber ihr seht mir nicht so aus, als ob ihr euch vor etwas fürchtet. Nein, tun wir auch nicht. Bilde ich mir das ein oder seid ihr etwa hungrig? Na, dann kommt herein, das Abendessen steht schon bereit. Nur keine Angst. Ich fress euch schon nicht. Was ist mit dir, mein Kind? Hast du keinen Hunger? Doch, aber... Dann setz dich mit an den Tisch. Alles schön auf. Süße Träume. Ich glaube, wir sind im Himmel. Morgen esse ich ganz viel Zuckerglas.
Seid endlich wach. Ja, ja. Vielen Dank für das Essen und das schöne Bett, aber wir müssen jetzt gehen. Ja, ja, vielen Dank. Wir müssen jetzt gehen. Nirgendwo hingehen. Zeit, das Essen vorzubereiten. An die Arbeit. Hol Gemüse. Kann man nur so ungeschickt sein. Dumme Gans. Du brauchst nicht solche Angst zu haben. Hast du was gesagt? Ich glaube, die Hexe sieht nicht so gut. Mit wem sprichst du denn da? Du bist alt genug, du brauchst kein Spielzeug mehr. Trag das hinaus zu Hänsel. Hier für dich. Die Hexe hat mir Puppi weggenommen. Das ist nicht für dich bestimmt. Das ist dein Essen.
waren schon ganz viele Kinder vor uns hier. Na klar, wenn es hier so gutes Essen gibt. Aber wo sind die denn alle hin? Keine Ahnung. Gib mir mal ein Stück Hefezopf. Du hast aber Appetit. Ja, und wie? Hoppla. Hab ja schon einen richtig kleinen Bauch bekommen. Hoppla. Du kleine dumme Gans. Los, geh in den Garten und hol Kartoffeln aus der Horte. Streck mir mal dein Fingerchen raus. Na komm schon. Jetzt bald! Heute Mittag gibt's Brathähnchen und Schmalzkartoffeln. Magst du das? Lecker. Bring das deinem Bruder. Lecker Hähnchen. Alles nur für Hänsel. Sie isst ja auch nie was. Schrecklich. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Sie wartet nur drauf, dass du ganz dick bist. Und dann will sie dich fressen. Was sollen wir jetzt bloß tun? Mal dein Fingerchen. Schneckenschleim und Hühnerschiss. Morchelwurm, Sikorax. Der ist der Klappertür. Dein Bruder muss mehr essen. Viel mehr essen. Geh, hol auch mal Kartoffeln aus dem Garten. Sie hat es tatsächlich geglaubt. Das ist ja großartig. Gretel, an die Arbeit! Mehr, mehr. Jeden Morgen schlich die Alte nun zu dem Ställchen und rief: Hänsel, steck dein Fingerchen heraus, damit ich fühlen kann, ob du bald fett bist. Mit ihren trüben Augen konnte sie das Knöchelchen nicht sehen und verwunderte sich, dass er gar nicht fett werden wollte.
So verging die Zeit. Warum willst du dich denn nicht mästen lassen? Ich hab Hunger. Die Hexe hat Hunger. Schrecklichen Hunger. Ich weiß nicht, wie lange sie uns das noch glaubt. Es muss ein Weg aus diesem Wald geben. Aber bitte lass mich nicht alleine. Ich komm doch wieder. Ich hol bloß Hilfe. Sie hat doch Angst im Es ist wie verhext. Ich bin immer im Kreis gelaufen. Du musst den Schlüssel stehlen, dann kannst du das Schloss aufschließen. Aber sie trägt ihn doch immer bei sich. Das kann ich nicht. Das will ich nicht. Und das traue ich mich nicht. Na, mein Täubchen? Hast du den Weg aus meinem Wald nicht gefunden? Zeig mir mal dein Fingerchen. Ein Spiel mit mir. Aber das wird nun ein Ende haben. Ob du fett bist oder nicht, morgen will ich dich schlachten und braten. Hänsel! Gretel! Spül du alle Messer und Töpfe. Wir werden sie morgen brauchen. Thank you.
Los, volles Balk! Hoch mit dir! Flink, Wasser holen! Dumme Gans! Heiz den Backofen an! Heute ist der große Tag! Lieber Gott, hilf uns doch. Hätten uns doch bloß die Tiere im Wald gefressen, dann wären wir zusammen gestorben. Na, Spatel, dein Geplärre. Es nutzt dir alles nichts. Aber lebend ist er doch viel nützlicher. Er kann arbeiten wie zwei. Und du redest zu viel. Leg Holz nach. Der Griff ist viel zu heiß. Da verbrenne ich mir die Finger. So macht man das. Wie kann man nur so ungeschickt sein? Da. Und schau nach, ob der Ofen recht heiß ist. Ich weiß nicht, wie das geht. Ob genug heiße Blut drin ist. Aber ich bin noch zu klein. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich bin eben eine dumme Gans. Die Öffnung ist groß genug, siehst du wohl. Da könnte ich sogar selbst hinein. Aber du darfst nicht mit den Beinen voran. Zuerst muss der Kopf hinein. Unglaublich.
waren früher verzaubert. Schau nur. Komm, wir gehen, dass wir aus diesem schrecklichen Zauberwald rauskommen. Hier kommen wir aber nicht drüber. Ich gehe vor. Vorsicht, er wackelt. Chau.
Größten Schätze. Und ich schicke euch nie wieder fort. So hatten alle Sorgen ein Ende. Und sie lebten in lauter Freude zusammen. Die Stiefmutter aber war gestorben. Mein Märchen ist aus. Dort läuft eine Maus. Wer sie fängt, darf sich eine große Pelzkappe daraus machen. Achi mun achi alon beros si chole ge min kiefi buti tole kus moitki rektu ainle elonu hevchu.